Hallo Fahrradfreunde, heute fahren wir wieder Mountainbike und zwar das 2021er Cube Race One. Wuhu! Ah. Ja, das Race One ist, wie ihr seht, ein 29er Hardtail von Cube mit einer relativ hochwertigen Ausstattung, aber dazu später mehr. Und leichtes Aluminium Hardtail mit 29er Laufrädern, 100 mm Federweg. Also im Prinzip alles das, was man von einem modernen Hardtail erwartet. Und wir möchten jetzt auf dieser kleinen herbstlichen, fast schon winterlichen Testrunde mal rausfinden, ob das Rad wirklich so agil ist, wie wir es noch aus dem letzten Jahr kennen. Da hatten wir das ja schon mal getestet, das 2020er Modell. Und was sich an der Ausstattung alles verändert hat. Und ob das immer noch so ein schönes, agiles und wendiges Hardtail ist, wie wir es aus dem letzten Jahr kennen. Deswegen düsen wir jetzt hier mal lang und gucken mal, was uns das Rad 2021 alles bieten kann. Also wenn ich mich jetzt an das 2020er zurück entsinne, hat sich von der Sitzposition und von der Geometrie her eigentlich nichts geändert. Der Rahmen, der Race One Rahmen ist dieses Jahr so der gleiche wie bei den Reaction oder Asset Modellen. Also schon ein sehr hochwertiger, konifizierter Alurahmen aus 6061er Aluminium mit der sogenannten Agile Ride Geometry von Cube. Das bedeutet im Prinzip, dass das Rad sehr lenkpräzise und sehr agil zu fahren ist, wie ich ja jetzt schon auch feststellen durfte. Also es ist wirklich sehr wendig, sehr agil und sehr reaktionsfreudig und hat halt auch wirklich eine hohe Lenkpräzision. Das macht halt wirklich Spaß, mit dem Rad auch dann entsprechend über die verwinkelten Trails und so zu zirkeln. Also dafür ist es halt wirklich ein schon sehr sportliches Hardtail. Aber was ja wahrscheinlich auch viele von euch interessiert, ist, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Ausstattung im Jahre 2021 mit dem Race One? Vor allem halt im Vergleich zu dem super ausgestatteten 2020er Modell, an dem wir ja viele XT-Komponenten hatten. Das zeige ich euch gleich. Ich muss nur mal vorne noch schnell über die Brücke. So, liebe Mountainbike-Freunde, Testfahrt ist beendet. Zu den Fahreindrücken hatte ich ja schon ein bisschen was gesagt, aber schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer die Ausstattung an. Zum Rahmen noch mal, also wie gesagt, es ist halt der gleiche Rahmen wie aus der Reaction oder Asset-Serie von Cube. Also ein sehr leichter, konifizierter Aluminiumrahmen aus 6061er Aluminium mit dieser speziellen Agile Ride Geometry, wie Cube das nennt. Und was halt besonders auch schön gemacht ist, ist das Steuerrohr eben als konisches Steuerrohr ausgeführt. Also da sieht man auch schon, dass der Rahmen recht hochwertig ist. So ein konisches Steuerrohr führt auch immer zu hoher Lenkpräzision, was halt auch ein bisschen ein wesentlicher Teil dieser sogenannten Agile Ride Geometry ist, also hohe Lenkpräzision, Lenkkopfsteifigkeit. Was auch schön ist, im Tretlagerbereich habt ihr ein Pressfit-Lager. Das heißt, auch da hohe Steifigkeit und hohe oder eine sehr hohe Kraft und gute Kraftübertragung. Auch im Wiegetritt bergauf wird jedes Watt direkt auf die Straße oder auf den Trail übertragen. Also auch da ein sehr schön zu fahrender Rahmen einfach. Mit innen verlegten Zügen auch, alles schön clean von der Optik. Also wirklich ein Highlight. Was allerdings auch nicht vernachlässigt wurde, ist von Cube, dass die Alltagstauglichkeit auch noch gegeben ist. Also ihr habt trotzdem noch eine kleine Aufnahme für einen Seitenständer beispielsweise. Also würde ich jetzt nicht unbedingt an so ein sportliches Hardtail dranbauen, aber die Möglichkeit ist da, sodass man es auch alltagstauglich aufbauen kann. Entsprechende Ösen für Schutzbleche, alles schön, auch mit eigenen Zubehörteilen von Cube zu bestücken. Also hier auch beim Rahmen wirklich alles sehr gut durchdacht und sehr leicht, sehr reaktionsfreudiger Rahmen. Also gute Sache. Gefällt mir gut. Hat mir auch auf der Testfahrt viel Spaß gemacht. Der hochwertige Rahmen dann in Kombination mit der 100 mm RockShox Judy Luftfedergabel macht sich dann halt auch wirklich beim auf den Trail bei Unebenheiten wirklich sehr gut bemerkbar, dass die Gabel wirklich sehr sensibel federt. Das kommt halt durch die Luftkammer, dass sie halt wirklich sehr präzise einzustellen ist auf das Fahrergewicht. Schluckt wirklich auch jede Unebenheit relativ unaufgeregt einfach und dadurch bügelt ihr dann auch die Trails entsprechend glatt. Ihr merkt aber natürlich als Hardtail eben noch ein paar Stöße am
Bau, aber das bleibt natürlich aufgrund der Konstruktion nicht aus. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen zu optimieren wäre oder was bei höherwertigeren Hardtails optimaler ist, ist ein paar Steckachsen vorne, hinten. Da habt ihr dann noch ein bisschen mehr Steifigkeit, aber das ist jetzt nichts, was bei dem Race One hier irgendwie ein Problem gewesen wäre. Also von daher alles gut. Was mir gut gefällt, auch bei der Gabel, ist, dass der Lockout direkt per Remote vom Lenker aus zur Verfügung steht. Also ihr habt die Möglichkeit, die Gabel vom Lenker aus einfach zu blockieren bzw. wieder zu aktivieren, sodass ihr eure Hände auch auf dem Trail nicht vom Lenker nehmen müsst. Die restliche Ausstattung ist im Vergleich zum 2020er Race One ein bisschen abgespeckt. Also ihr findet jetzt nicht mehr so viele XT-Anbauteile wie im Vorjahr. Gerade bei der Kurbel ist es ein bisschen schade, aber die ist jetzt auch nicht mehr gruppeneingebunden. Trotzdem eben immer noch eine 2x12-Fach-Gruppe mit 36, 26 Zähnen vorne und einer 11, 46er Kassette hinten mit 12 Gängen. Immer noch, aber auch als kleines Highlight, immer noch ein XT Shadow Plus Schaltwerk dabei, also mit der kleinen Arretierung, dass ihr auch die Kettenschläge minimiert. Also das gerade ein Zweifachantrieb in Kombination mit dem Shadow Plus, mit der Shadow Plus Technologie sorgt halt auch dafür, dass ihr auf Unebenheiten oder unebenen Trails wirklich relativ viel Ruhe am Rad habt. Also eine sehr sinnvolle und sehr gute Kombination. Und auch gerade mit der Abstufung habt ihr die Möglichkeit, auch mit den zwei Kettenblättern und der riesigen Kassette hinten, kommt ihr eigentlich wirklich überall gut hoch, egal wie steil der Anstieg jetzt ist oder ob ihr auch mal im Flachen ein bisschen schneller fahren wollt. Angesteuert wird das Schaltwerk mit SLX-Schalthebeln, also Shimano SLX-Schalthebeln. Die sind in der Hierarchie ein Stück unter den XT, was sich eigentlich nur so ein bisschen in der Ausfertigung der Materialien niederschlägt. Aber von der Präzision her, von der Schaltpräzision und von der Direktheit gibt es da eigentlich keine Abstriche gegenüber einer XT, vielleicht noch beim Gewicht. Was natürlich auch viel zu dem guten Fahreindruck beigetragen hat, ist die Bereifung. Ihr habt es mit 2,25er Schwalbe-Bereifung zu tun. Vorne Tuff-Tom, hinten Rapid Rob. Das ist eigentlich eine ganz schöne Kombination, weil der Tuff-Tom, der hat ein bisschen tieferes Profil, ein bisschen gröbere Schultern, sodass ihr da halt auch auf matschigem Untergrund, so wie hier, schön viel Traktion habt in den Kurven und hinten mit einem sehr leichten, schnellen Cross-Country-Reifen wirklich dann auch für entsprechende Geschwindigkeit sorgt. Also eine optimale Mischung aus Geschwindigkeit und Traktion. In Kombination eben mit den stabilen Laufrädern, Aluminium-Hohlkammer, schöne, robuste, stabile Laufräder, die halt auch wirklich gut zu beschleunigen sind, mit Shimano Centerlock-Narben. Die Scheibenbremsanlage ist natürlich auch hydraulisch, auch aus dem Hause Shimano. Ist im Vergleich zum 2020er Race One ein bisschen abgespeckt. Das ist jetzt hier die BRM 401. Scheibendurchmesser sind vorne 180 und hinten 160. Also vorne, wo mehr Bremskraft benötigt wird, also dann auch entsprechend eine größere Scheibe. Passt auch ganz gut zum Einsatzzweck. Ja, genau. Ansonsten die restlichen Anbauteile sind, wie man das inzwischen von Cube ja kennt, aus eigenem Haus. Also Lenker, Vorbau aus Alu, aus dem Hause Cube. Der Lenker könnte meines Erachtens ein kleines bisschen breiter sein, für ein bisschen noch mehr Lenkpräzision, aber für mich persönlich war es okay, weil ich ja relativ schmal gebaut bin, deswegen hat sich das ganz gut gefügt bei der passenden Rahmengröße. Das Einzige, was ich vielleicht noch, wenn ich mir das Rad jetzt selber kaufen würde, als erstes mal so ein bisschen optimieren würde, das sind die Griffe. Da würde ich dann schon auch noch ein paar vernünftige Schraubgriffe aus dem Zubehör mit verbauen. Ansonsten der Sattel entsprechend sportlich, Aluminiumsattel, Stütze, alles aus dem Hause Cube. Der Sattel ist okay, also ich habe damit jetzt, also er hat sich nicht auf meiner Probefahrt jetzt nicht weiter bemerkbar gemacht, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, also auch passend zur Sitzposition. Das 2021er Cube Race One ist im Vergleich zum Vorjahresmodell ein bisschen abgespeckt, ist dadurch auch ein ganzes Stück günstiger geworden, also es liegt jetzt bei 999 Euro. Und für 999 Euro kriegt ihr ja eigentlich schon wirklich ein sehr stimmiges Gesamtpaket, was schon auch ein sehr sportliches Gesamtpaket ist durch den hochwertigen Rahmen. Auf der anderen Seite ist es aber immer noch von der Sitzposition her so moderat und so entspannt, dass man damit auch längere Geländetouren mal so ein bisschen cruisen kann. Man kann das Rad eigentlich wirklich einer ganzen Bandbreite von Fahrern empfehlen. Also beispielsweise jemand, der ein sportliches Hardtail sucht, aber nicht allzu tief in die Tasche greifen will. Wirklich ein gutes, empfehlenswertes Hardtail. Und durch die Ausstattung mit der größtenteils XT-SLX-Gruppe ist es halt auch ein Rad, was wirklich lange Spaß macht. Also hochwertige Komponenten, weniger Verschleiß und wirklich leicht und sportlich zu fahren. Und vor allem die Wendigkeit des Rades wird auch Einsteigern gut gefallen. Durch die ganzen Ösen und Anbauteile, die man verbauen kann, auch so flexibel, dass es einfach für jemanden, der jeden Tag von A nach B irgendwie fahren möchte und aber trotzdem am Wochenende eine MTB-Tour fahren möchte, auch eine gute Option. So viel zum 2021er Cube Race One. Wenn ihr dieses schöne Rad auch mal ausprobieren wollt,
dann könnt ihr das einfach bei uns in den Filialen machen. Einfach vorbeikommen, mal Probefahrten machen. Wir haben die Räder jetzt da. Und falls euch das Video bzw. das Rad gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch mehr von unseren Rädern sehen wollt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Wir liefern immer mal neue Testberichte zu den aktuellsten Bikes, die wir so bekommen. Und falls ihr noch Fragen habt zum Rad, einfach in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald und ciao.